Hallo Netz, willkommen zu diesem Video über den Pen für das Chromebook, das Lenovo IdeaPad Duet. Was für ein Name? Macht es Sinn, 50 Euro Investitionen zu tätigen für diesen Stift? Das versuche ich euch hier in dieser Review über den Stift aufzuzeigen. Kommen wir erstmal zu dem Stift, der ist relativ unspektakulär, wie ihr das seht. Wir haben keinerlei Tasten oder ähnliches. Er wird bespeist mit einer Batterie, die 4xA-Batterie, das ist so ein Standard, also ist völlig egal, was für ein Hersteller ihr da nehmt. Da ist eine Batterie halt auch bei inkludiert. Ja, das ist immer so die Geschichte, ihr habt keinerlei Anzeige für den Akkustand. Das heißt, ihr wisst nicht genau, wann diese Batterie, Akkustand ist natürlich falsch, wann diese Batterie leer ist und ausgewechselt werden muss. Das merkt ihr halt dann, wenn der Stift nicht mehr funktioniert. Zum Trösten, diese Batterie ist sehr, sehr klein, auch recht kostengünstig schon zu haben und soll laut dem Hersteller Lenovo festhalten, 150 Tage halten, wenn ihr diesen Stift 2 Stunden am Tag benutzt. Also alle halbe Jahr müsst ihr mal die Batterie wechseln, je nachdem wie viel, wie gesagt, dieser Stift benutzt wird. Aber ihr habt halt keinerlei Info, keine LED oder sowas, die euch sagt, dass gleich der Stift leer ist. Also ihr müsst wirklich am besten immer eine Batterie in der Tasche immer dabei haben, damit ihr dann ganz schnell mal eben wechseln müsst. Und dann ist das Ganze auch relativ einfach gelöst, weil ihr habt keinerlei Knopf, den ihr vorher drücken müsst, kein Pairing oder sowas. Einfach den Stift mit dem IdeaPad benutzen und das funktioniert. Bevor ihr jetzt lossucht, wo bekomme ich einen Stift, den gibt es ja auch vielleicht günstiger oder so, es ist halt ganz wichtig, es muss ein bestimmter Stift sein, ein USI, also USI-Technologie muss dieser Stift unterstützen. Ich habe lange auf diesen Stift, oder wir alle wahrscheinlich lange auf diesen Stift gewartet, ist jetzt endlich verfügbar. Also wichtig, ihr könnt nicht irgendeinen Stift bei dem Chromebook verwenden, es muss so ein USI-Stift sein, ganz, ganz wichtig. Okay, welche Möglichkeiten, was können wir machen mit diesem Stift, wie funktioniert das Ganze, darauf gehen wir jetzt einmal ein. Wir haben hier das IdeaPad oder Idea Duet Pad vor uns liegen und dann seht ihr auch schon, erscheint hier unten der Stift. Das wird automatisch erkannt, also ihr müsst da nichts irgendwie in den Einstellungen oder sowas vornehmen. Es gibt geringfügige Einstellungen, wenn ihr da drauf geht, um da Einstellungen vorzunehmen, wenn ihr oben auf das Zahnrad geht, wenn ihr den Menüpunkt habt und dann habt ihr so ein paar kleine Einstellungen, die ihr hier vornehmen könnt. Ihr könnt bestimmt App wählen. Ich habe hier nur Notizen. Ich weiß nicht genau, was da vielleicht noch kommen wird. Wenn ihr dann hier auf den Reiter geht, kommt ihr explizit in die Apps, die speziell für solche Stifte geeignet sind, unter anderem Adobe, Fill and Sign und andere, die ihr mit nutzen könnt. Natürlich könnt ihr den Stift auch für die Navigation und sowas benutzen. Ihr seht das, ich kann hier durch die Apps hindurch swipen, den App Store jetzt nochmal öffnen, mir verschiedene Sachen anschauen. Also das könnt, ne, und ihr könnt damit scrollen, das geht wunderbar. Ihr kennt das vielleicht mal schon mal beim iPad oder sowas gesehen. Dem kommt es schon sehr nah. Es ist teilweise nicht ganz so flüssig. Also manchmal muss ich so ein bisschen warten, bis die Eingabe erfolgt, beziehungsweise das Scrollen. Und ihr seht, es ist eine ganz leichte Latenz da, Klagen auf hohem Niveau. Aber es ist halt schon merkbar, dass das Gerät nicht explizit darauf ausgelegt ist, mit dem Stift zu arbeiten. Ihr habt eben auch gesehen, ich gehe mit dem Finger auch zurück. Ihr könnt mit beiden gleichzeitig arbeiten, mit dem Stift oder mit dem Finger. Ihr könnt zoomen, weiterzeichnen, aber das zeige ich euch jetzt mal im Detail. Dann halt ein ganz nettes Feature ist, wenn ihr auf den Stift geht, wir waren ja eben auf dem Zahnrad, habt ihr hier Kurzbefehl, also kleine kurze Anweisung, was möchtet ihr machen? Wir können zum Beispiel einen Laserpointer nutzen. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Präsentation macht, euch jemand über die Schulter schaut, dann kann derjenige welche genau sehen, was ihr macht. Ihr könnt irgendwelche Sachen hervorheben und so weiter. Also wir, ne, in der Praxis sieht es dann so aus, wir gehen in die App rein und sagt, ja, da musst du hier klicken, hier musst du draufklicken. Hier drauf und dann drückt ihr dann auch drauf mit dem Finger, weil dann funktioniert das halt nicht und dann könnt ihr verschiedene Textpassagen hervorheben, zum Beispiel. Das ist eine nette Geschichte. Welche Möglichkeiten haben wir noch? Wenn wir hochschieben, haben wir dann zudem noch Bereich erfassen. Das bedeutet, ihr macht einen Screenshot, aber nur aus einem bestimmten Bereich. Das ist ganz nice. Das heißt, wir wollen jetzt hier dieses eine Bild hier von mir haben, ich hackfresse. Gehen wir einmal so rüber, lassen los und jetzt seht ihr das, ist das schon in eurer Galerie gespeichert. Wir gehen einmal in die Galerie rein. Hier habt ihr jetzt diesen Screenshot schon aus dem besagten Bereich und den könnt ihr jetzt noch leicht anpassen. Ihr könnt ihn drehen, zurechtschneiden, wie auch immer oder halt auch direkt von hier aus dann versenden, drucken, was auch immer. Das ist ganz nett. Ja, und natürlich, dann erübrigt sich natürlich auch dann der Punkt darunter. Screenshot aufnehmen ist halt die komplette Seite, dass ihr dann einmal ja, einen kompletten Screenshot macht. Auch könnt ihr auf Wunsch eure, ja, eure Tastatur durch den Stift ersetzen. Dann könnt ihr die Befehle ganz einfach, ich will jetzt meine Webseite aufrufen,
dann quasi eure Tastatur ersetzen. Dann gibt es natürlich auch wunderschöne Programme, je nachdem, was man so hat. Manche sind auch nicht unbedingt kostenfrei, aber da könnt ihr dann richtig schöne Sachen machen. Ne? Zum Beispiel, das ist hier Adobe. Hier habt ihr dann verschiedene Zeichenwerkzeuge und ihr seht jetzt auch, der Stift hat 4096 oder bis zu 4096 Druckpunkte. Und ihr seht das, je doller ich aufdrücke oder wie schneller ich bin, umso unterschiedlich ergibt sich dann der Kontrast bzw. die Farbintensität und die Breite der ganzen Geschichte. Ich werde jetzt breiter, jetzt werde ich wieder schmaler. Und da seht ihr, da hat der Stift dann auch seine Grenzen gehabt und hat dann da Punkte gemacht. Ich versuche das jetzt nochmal. Ich drücke doll auf, drücke weniger auf, weniger, weniger. Okay, das geht. Doll aufdrücken, weniger, weniger, weniger. Es gibt auch noch ein paar Bugs, die ich euch jetzt auch noch mal zeigen will oder nicht vorenthalten möchte. Jedes Mal, ihr habt nämlich auch die Möglichkeit, hier steht Notiz erstellen. Jedes Mal, wenn ich da drauf gehe, habe ich ungefähr 5 Sekunden Zeit, eine Notiz zu erstellen. Ich fange jetzt einfach mal an. 3, 2, 1, 0, 0, 0. Der Stift wiegt laut Hersteller 16 Gramm. Diese Information bekomme ich auch. Nochmal so ein kleiner Tipp am Rande. Solltet ihr das Tablet ohne Tastatur nutzen, könnt ihr den Magnetismus des Tablets nutzen, um den Stift wie beim iPad ähnlich hält nicht ganz so doll, ne? Aber ihr könnt ihn da so ranmachen, da wisst ihr immer, wo der ist. Er fällt natürlich relativ einfach ab, wenn ihr da ordentlich rumjuckelt. Aber man kann das so ein bisschen abgucken und den Stift so platzieren. Das geht ganz gut, so mal am Rande erwähnt, als kleiner Tipp. Kommen wir zu meinem Fazit des Lenovo-Stiftes für das Chromebook. Er ist sehr wertig gefertigt aus Metall, da gibt es nichts zu meckern. Das Gewicht ist in Ordnung, nur der Akku, der stört mich ein bisschen, beziehungsweise die Batterie, weil ich halt nie genau weiß, wann ist die denn jetzt alle. Lohnt sich die 50 Euro an Anschaffung? Jein. Also wenn ich viel damit arbeite, ähnlich vielleicht auch ein iPad zu Hause habe mit Stift, für den ist das ein Mehrwert. Er ist nicht ganz so genau wie bei Apples Produkten, der Stift, aber er ist wirklich annehmbar. Wer viel zeichnet und Co., da ärgert es mich dann halt schon, dass ab und zu mal meine Handfläche mit ins Spiel kommt. Und ich denke, das wird den einen oder anderen ein bisschen annerven, der professionell damit schreibt. Für Notizen, für Sachen zum Hervorheben, für Screenshots und so oder Navigieren ist der Stift wirklich klasse. Die Software, naja, geben wir Lenovo noch ein bisschen Zeit, ist recht buggy. Die Notizsoftware regelmäßig schmiert sie bei mir persönlich immer ab. Andere Software von Adobe zum Beispiel funktioniert unproblematisch, was mich dazu führt, dass es wohl mehr an den Apps bzw. an der Anpassung liegt und was sicherlich in Kürze gefixt wird. Ich hoffe, mein Video über den Lenovo-Stift für das Chromebook konnte euch weiterhelfen. Was haltet ihr von dem Stift? Was haltet ihr generell von den Stiften oder Eingaben über Stifte beim iPad und Co.? Habt ihr Fragen zum Stift oder zum Pad? Dann stellt ihr mir gerne. Ich versuche wie immer jede Frage zu beantworten. Ich danke euch und auf Wiedersehen. Tschüss.